Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Bastion. Nachdem wir letzte Folge ein bisschen in der Vergangenheit waren, nachdem wir hier in dieser wunderschönen Pfeife oder Shisha, wie auch immer man es nennen will, gezogen haben, sind wir jetzt hier angelangt wieder zurück in der Bastion und jetzt wollen wir mal unsere Waffe aufwerten und mit den Leuten da sprechen, denn die, oh, wo ist denn der Erzähler? Ach, da oben. Okay, mal schauen, was der zu sagen hat zu dem Sheriffstern. The Marshal seemed a good man, he says. They treated him with dignity. Okay. Zolf brought his antique smoking pipe all the way from the terminals. Antike Pfeife. Ich will da eigentlich nicht nochmal dran. Wir waren nämlich letzte Folge schon in der Vergangenheit durch diese Pfeife. Wenn ich da jetzt nochmal dran gehe, ich will nicht nochmal in die Vergangenheit geraten. Deswegen, das wäre uncool. Even since the Ura surrendered to us, the Marshals kept a wary eye on him. Okay. Interessant. Wir haben noch einen. Ich glaube, wir können genau noch eine Sache freischalten. Das passt also genau. Ja, eine Gedenkstätte. Da war ich noch nie. Interessant. Oh. The Valediction. Just another one of my sketches. Nothing more. Erringe des ersten Preises auf der verlangten Anzahl von Übungsgeländen. Oha, wie cool. Das heißt, wir können die Mission machen. Cool, das ist awesome. Da erkundigen die verlangten Anzahl an Landstücken zusammen. Nice, das ist awesome. Es gibt 15 verschiedene Arten, die wir besiegen können, okay. Besiege 10 oder mehr Feinde mit einem einzigen... Gut gezielt. What? Versetze Feinde in schneller Abfolge 15 Treffer hintereinander, ohne zu verfehlen. Besiege einen Feind mit Konter abblocken bei unter 20% Gesundheit. Oh Gott, wie soll ich denn das machen? Besiege einen zähen Feind mit dem letzten Schuss eines Magazins. Besiege drei Feinde mit einem einzigen gut gezielten Intensivschuss. Drei Feinde. Nee, doch drei Feinde. Und lande einen einzelnen vernichtenden Schlag, der bei einem Feind mindestens 70 Schaden verursacht. Oh Gott, was erwarten die denn von mir? Words can't express what happened, but they're all I got. Ab der Rhein. So, wir können jetzt hoffentlich unser Schwert aufwerten. Yeah! Angriffe verursachen Schaden über Zeit, Lähmungsangriffe, oder kritische Trefferchance. Effekt mit scharfe Schneide kombinierbar. Was ist denn scharfe Schneide? Das da? Ach so, okay, verstehe. Effekt mit gezackte Schneide kombinierbar. Und gezackte Schneide ist das da, okay. Ist die Frage, was wir davon wollen. Eine nahezu unverwüstliche Spitze, die problemlos an lebensbedrohliche Bereiche vordringt. Und das ist eine vergiftete Spitze, die kleine versteckte Behälter mit Schleimbeutel Gülle enthält. Das ist die Frage. Points just don't get any sharper than that. Ich bin am Überleben wegen dem Übungsgelände. Wir können ja rein theoretisch jetzt am Übungsgelände weitermachen. Also können jetzt probieren, ob das am Übungsgelände funktioniert. Aber ich glaube, da bringen kritische Treffer mehr als Lehm. Oder? Schaden über Zeit ist auch okay, aber ich würde sagen, wir probieren es mal damit, oder? Wir gehen jetzt mal zum Übungsplatz und gucken, ob das damit funktioniert. Wo ist denn der Bogenübungsplatz? Nicht der Bogen. Oh, wir haben einen neuen Übungsplatz, da gehen wir auch gleich mal hin. Erstmal hier hin. So, und jetzt gucken wir, ob das geht mit dem Schwert, so wie wir es jetzt haben, oder ob wir dafür noch ein bisschen arbeiten müssen, sage ich jetzt einfach mal. Arbeiten ist vielleicht der falsche Ausdruck. So, jetzt heißt es... so schnell wie möglich die Feinde, die hier rauskommen, töten. Vor allem die Grünen eigentlich, da die wegrennen. Und das eher uncool ist. Ich kann ruhig ein bisschen Schaden nehmen. Komm schon. Okay, jetzt die Dinger kaputt machen. Die Dinger kaputt machen, wenn die schon auf mich zulaufen. Die Dinger kaputt machen.
Zack, kaputt. Oh. Da ist noch eine Maschine? Oh nee. Heilen, komm. Bleib stehen. Bleibt stehen, Leute. Leute. Okay, haben wir. Kein Problem. Als ob das nicht getroffen hat. Zählt so ein Geschützturm auch als Feind? Nee, zählt nicht als Feind. Okay, wo ist der? Wo sind die Feinde? Hey, der zählt doch nicht als Feind, oder? Doch, der zählt als Feind. Was soll das? Kid carves through all of them in a flash. Ich glaube, das hat noch nicht Es hat gereicht! Ja, Leute! Nice! Geisterklinge. Neue Erweiterung. Ey, awesome! Gleich mal auskundschaften, was das kann. Geil, genial! Oh ja, definitiv. Ich will jetzt direkt erstmal nachschauen, was das kann. Geisterklinge. Eine Geheimtechnik, die alles vor ihr Liegende zerschneidet. Ein alter Murkser war monatelang in einer Höhle vermisst und kehrte zurück, nachdem er diese Technik gemeistert hatte. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus, oder Leute? Definitiv würde ich sagen. Und jetzt, da wir noch ein paar Geldpunkte haben, Geldpunkte nennt man die so, glaube ich kaum, gucken wir mal, ob wir nicht etwas Fieses, das könnten wir eigentlich auch machen, etwas Fieses, dann könnten wir das nämlich auf jeden Fall schaffen, glaube ich. Oder etwas Grobes, auch wenn ich mal für die Blechmuskete. Ne, ich würde gern eigentlich meinen Bogen aufwerten, aber Sehne. Ah doch, etwas Sehniges. Finders Keepers. Sogar zweimal? Können wir die noch zweimal aufwerten oder vertue ich mich da gerade? Lasst mal nachschauen. Direkt zwei. Ja, wir können direkt zweimal aufwerten. Ich glaube, reiches Geld könnte knapp hingehen. Ich bin jetzt zu faul zum Rechnen. Plus 50% Schaden oder Pfeile verursachen. Schaden über Zeit, plus 50% Schaden. Ja, es passt. Plus 2 Zieldurchschläge pro Schuss, oder? Plus 25% zu... Wie machen wir das? Lean and mean like a prize fighter. Okay, und jetzt probieren wir mal, ob wir nicht das mit dem Bogen auch noch schaffen. Oder ob wir dazu einfach zu blöd sind. Das könnte natürlich auch sein. Wo ist denn das? Das mit dem Schwert ist jetzt abgeschlossen. Nice, das haben wir gemeistert. Geil. Das ist cool, dass das auch dann so einen Stern bekommt. Also so einen gemeistert Stern. Jetzt gucken wir direkt mal nach, ob wir das mit dem Bogen schaffen. Wenn wir das jetzt schaffen würden. Vielleicht mache ich auch die ganze Zeit irgendwas falsch. Kann auch sein. Man weiß hier nie. So. Versuchen wir es. Ja, so sollte es klappen. Genial. Wenn wir das alles so schaffen? Nein! Och nein, wie viel hätten wir denn gebraucht? Oh, oh. Nächster Brett. 5 Schiffe. Oh! Okay, das schaffe ich. Das war nur am Ende dieser Fehler. Ich weiß nicht, wie der kam oder was da war, aber er war da. Und das schaffen wir jetzt, aber ohne Fehler. Kein Problem, Leute. So, okay. Ersten drei. Kriegen wir. Pfeil während des Blitzes abschießen. Welches Blitzes? Ah, okay, verstehe. Jetzt. Yes! Nice! Auf jeden Fall fordere ich meinen Preis. Bam! Und das würde ich jetzt auch gerne sehen, was das kann. Oder was das ist. Lesen wir uns jetzt durch. Geil! Almost don't believe it when he says he passed the Breaker's Challenge. Episch! Was wir jetzt schon freigeschaltet haben. Wir haben schon zwei Prüfungen gemeistert. Können wir da direkt schauen, was das bringt. Bringersalbe. Bringerbodenfertigkeit, ja. Einer von den schnellsten Bringer eingesetzten Fertigkeiten, die Pfeile in schneller Abfolge abschießt. Von dem berühmtesten Bogenschießexperten der Bringer entwickelt. Jetzt ist die Sache, ich würde gerne erst jetzt mit meiner Machete ausprobieren und probieren wir das andere später mal. Weil das mit der Machete interessiert mich dann doch ein bisschen. Machete nennt man? Nee, nicht Machete. Katana? Ach, ich weiß nicht. Wie heißt denn das Ding?
So, und da können wir auch Schildprüfung können wir auch noch machen. Gewehrprüfung können wir auch noch machen. Wir gehen aber erstmal nach hier. Bevor wir weitere Prüfungen machen. No use praying to the gods these days. No time for it either. Aha. Es geht in beide Richtungen. Was soll denn das jetzt? Pith Orchard. Place is a dead end in more ways than one. Oh, wir können das kaputt machen. Yay! Die bringen zum Teil noch Punkte. Oder eine steht sogar falsch rum da drin. Kann man nicht, gar nicht kaputt machen. Schade. Aber wir haben immerhin jetzt ein paar Punkte bekommen. Oh, das bringt auch Punkte? Bringt alles eigentlich Punkte? Hm, egal. Oh, fast runtergefallen. Folks used to make pilgrimage here to pay their respects to Pith, the bull. Well, the gods are long gone now. And the Orchard Core is long gone too. Oh nein, nicht noch diese Bulle. Irgendwie mag der nicht. Es ist immer die Frage, in welche Richtung soll ich laufen? Stood for something once. Something real. Nach unten ging es aber auch. Och Mano! Was ist, wenn jetzt unten richtig ist? Ach nee, da unten ist was anderes. Yay. Dann war das die bessere Idee. Plüschpüf. The gods don't care about trinkets, but the kid ain't no god. Mit dem Bringerbogen bewiesen. Besiege drei Feinde mit einem einzigen. Ach so, das können wir abgeben? Wir haben es geschafft. Nice. Okay, wir haben zwei Missionen. Leute, nice, was wir geschafft haben. Geben wir direkt später ab. Okay, wir haben ein Plüschpüf, ein Andenken. Ein ausgestopftes Ebenbild des Gottes der Aufruhr und Ordnung. Nachdem die Bewohner Kaelondias mehr auf sich selbst gestellt waren, zeigten sie weniger Furcht vor ihren Göttern und nahmen sie in ihr Alltagsleben auf. Okay, cool. Interessant. So, ich würde gerne mal meine Kuh sehen, auch wenn hier keine Feinde sind. Oh, awesome. Awesome. Das würde ich übelst gerne gleich mal im Kampf testen. Wenn jetzt mal endlich Gegner kommen. The bull stopped being a symbol and started being decoration. He couldn't even save his loyal subjects. Tak, tak, tak. Wo lang müssen wir jetzt? Ich glaube nicht nach hier. Da ist irgendwas. Etwas Grobes. Wo ist denn das? Oh, etwas Grobes. Etwas Grobes. Ein Aufwertungsmaterial für die Blechmuskete. Cool, dankeschön. Eine Spule aus einer Edelmetalllegierung, die von Maschinisten bevorzugt wurde. Hauptsächlich bei der Herstellung von Munition und Schusswaffenmechanismen verwendet. Okay. Geil. Danke. Und mal schauen, wo wir uns jetzt hinwagen. Das erinnert mich stark an letzte Folge, wo wir in der Vergangenheit waren. Da sah nämlich alles auch so hell leuchtend. Wow. Nee. Nee, als ob der jetzt einfach lebt. Als ob. Ain't easy punching through his hide. Kid breaks him to bits. Easy. Must have been guarding that shrine. All planned, natürlich. Ach so, hier gibt's ja noch, oh nice, ein Schrein? Das ist neu. Invoke the gods or tell them off. Achtung, Kreaturen werden stärker. Oh nee, das ist, blöd. Nicht so schnell, ich muss erst lesen. Gottes Aufruf und der Ordnung. Feinde wachsen schneller, um sich zu bewegen und zuschlagen zu können. Okay, das Abbild des Wasserbullen, geduldig und dennoch launhaft. Ja, ja. Geduldig und dennoch launhaft ziert die Wände der Stadt. Plus 10 EXP und 10% Fragmente. Ach so, okay, verstehe. Aber die Feinde werden durch stärker. Solo. Kid decides to press his luck. Oh, jetzt müssen wir alles töten, oder wie? Und jetzt können wir mal die Fähigkeit in Einsatz... Yeah! Das war gut. Noch mehr Gegner? Oder wo muss ich jetzt hin? Noch mehr Gegner. Die haben noch Angst vor mir, hä? Das macht doch keinen... Ach, warum beschreibt man Gegner, die Angst vor mir haben? Verstehe ich nicht.
Nein, die Fragmente fallen einfach so runter. Zack. Oh. Ups. Also das mit dem Runterfallen müssen wir vielleicht noch üben, aber ich glaube, kriegen wir auch noch hin. Keine Sorge, Leute. Ich frage mich jetzt nur vor allem erst, wo wir hinrennen müssen. Das ist so eine Frage, die mich gerade beschäftigt. Ich renne jetzt einfach mal nach unten, aber ich weiß halt nicht. Oh Leute, die Gegner wachsen. Und ist das damit gemeint, dass die jetzt so hässlich groß werden? Das wäre uncool. Das wäre echt uncool. Oh. Down. Oh nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Du bleib weg. Du, ich mag dich nicht. Bitte. Ich verstehe zwar. Oh. Wow. Wow, jetzt ist er auf Aggro, oder wie? Komm schon. Yes. Trial, and he's richer for it. Oh, ich mag so große Gegner, vor allem wenn die so viel droppen. Das sieht so schön aus. So, wo gehen wir jetzt mal nach unten? Nein. Okay, irgendwie muss ich das noch ein bisschen kontrollieren mit dem Langlaufen. Oh ne, hier ist alles versperrt. Kein Problem für meinen Bogen. Oh. Und Nummer 2. Nein. So jetzt. Oh, ein Heiltrank. Yay. Und das war... Ich habe gerade aus Versehen meine Kuh eingesetzt, statt den Heiltrank. Yay. Das war echt dillig. Und hier kommen wir jetzt wieder zurück. Solange wir jetzt nicht nach oben können, gerne. Okay, dann geht es jetzt wohl ab zurück. Einen Kern haben wir nicht gefunden, aber wir können jetzt einen Schrein errichten, soweit ich das weiß, sobald wir halt einen weiteren Kern finden. Now we can build a shrine of our own, though I got some alternatives in mind. Okay, alternatives. Werden wir sehen. Zolf doesn't touch the thing. Says the god of commotion is no children's toy. Ooh, awesome. Das sieht fancy aus. The Ura feared the gods. We turned them into toys, put their faces on our walls. So, jetzt gucke ich einmal mal kurz wegen der Mission. Sollten hier sein? Ne, die sollten drüber sein. Entschuldigung. Fail. Hier. Das haben wir erledigt. Ain't no one can outrun them. Or their arrows. The Gravers. The Arm of Justice. They seemed unstoppable. Oh, und wir haben plus 1000 Dinger bekommen. Vielleicht können wir noch was upgraden in Sachen Waffen. Oh, wir können sowieso was upgraden. Und zwar etwas Grobes. Reichweite oder Streuung. Das ist eine gute Frage. Das war gerade mein Handy, falls ihr das gehört habt. Das hat gerade Ding gemacht. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Ach, vielleicht können wir wegen dem Level Up, kann das sein? Ja! Okay, plus Geschwindigkeit bei der Verteidigung, 100%ig kritische Trefferchance oder plus Chance auf Weitermachen nach Niederlage oder 10%ige Achtung nur auf Tief bei voller Gesundheit. Wir machen das. Was auch immer das bringt, ich weiß nicht. So, und jetzt gucke mir mal hier hin, ob wir nicht das da für unser Gewehr nehmen können und das dann auf Maximum upgraden können. Ja, das geht, nice. Munitionskapazität oder schnelleres Nachladen? Tippe auf Munitionskapazität. Das dauert dann halt immer länger mit dem Nachladen. Okay, und ich würde sagen, das war's für diese Folge von Bastion oder Bastion. Wir sehen uns eh gleich wieder im Outro, von dem her macht's gut und ciao Leute. So Leute, das war's mit der 5. Folge von Bastion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Und ihr könnt auf das Bastion-Logo klicken, um zu der Playlist zu gelangen. Und direkt darunter könnt ihr auf Abonnieren klicken und auf letzte Folge klicken. Ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.